Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hofbergmann-Projekt zusammen mit dem Bosse und dem Olli. Guten Tag. Hallihallo. Mahlzeit. Und wie ihr seht, es ist Winter und wir sind in der Forest. Beziehungsweise müssten in die Forest, weil erstens kann man nichts anderes machen, zweitens brauchen wir ein bisschen Hackschnitzel. Für unsere Bäckerei später, wenn wir dann unseren Roggen irgendwann mal geerntet haben. Haben wir eine Palettengabel für einen Trecker? Für einen Trecker weiß ich nicht, für einen Paus haben wir auf jeden Fall eine. Du kannst notfalls auch eine für einen Trecker kaufen, wieso, was willst du mit Palettengabel? Ja, die brauchen wir denn ja wohl. Nö. Wofür? Für die Hackschnitzel. Das sind kleine Säcke, die hebst du mit der Hand an. Das sind genau die gleichen, die du im Shop auch zu kaufen kriegst. Aber die müssen wir irgendwie weg. Kriegen da unten drunter. Ja, mit der Hand. Es drückt sich wirklich. Ich hab das hier schon vorbereitet. Keine Angst hier, irgendwann kriege ich das noch hin mit meiner Kransteuertechnik hier. Kann ich auch eine Bäume nach dem anderen fällen, auch kein Problem. Das Einzige, was wir da noch brauchen, ist noch eine Stumpenfräse, ne? Ja. Nee. Dann lassen wir ihn jetzt hier, das hier erstmal ja alles wieder wegmachen. Einen kann ich noch fällen. Ich will nicht unbedingt auf den Träger schmeißen. Das wäre völlig uncool, glaube ich. MB-Truck umrüsten. Für? Auf Forst. Kannst du den umrüsten? Ja. Kannst du den hier auch mal entasten, bitte? Entasten ist nicht so meine Welt, das krieg ich nie auf die Kette. Bosse? Ja, kein Problem. Ich hatte hier gerade ein anderes Problem. So. Mein Herz hat meint, sich abzukoppeln. Warum macht denn das sowas? Ich weiß nicht, weil ich gegen den Stecker gekommen bin. Hier müsste mal noch ein Stückchen abgeschnitten werden, bitte. Jo. Das wäre very nice. Noch ein Stückchen weiter. Jo. Wegen hast du es in deinen Baum. Danke. Da, hier, da. Wo? Hier. Da, das Ding hier. Ups. So. Ich weiß gar nicht, wie viel Hackschnitzel wollen wir machen und wie viel wollen wir Stammware verkaufen. Weiß nicht, ich lasse mal. Erstes mal ein Fuder gucken, wie viel aus einem Fuder rauskommt. Du kannst ja, wie gesagt, die Hackschnitzel, die da in Säckchen rauskommen, bei den Einfamilienhäusern da teilweise auf der Rückseite, hast du so eine wie Kellerluken, sage ich jetzt mal. Mhm. Da kannst du die hinbringen. Komme ich da noch ran? Nee. Den einen wirst du klar doch. Ups. Trotzdem. Ja. Das müssten sie im nächsten LS auf jeden Fall irgendwie ein bisschen verbessern. Magnetbäume. Magnetbäume. Nee, dass du hier nicht einfach irgendwie, dass die Stämme da nicht so rausglitschen.
Soll ich weiterfällen? Nee, warte mal. Was sagt denn, wie viel haben wir denn jetzt überhaupt drin im Trecker? An Hackschnitzel. 38. Oh, na ja gut, da passt ja auch ordentlich was rein, ne? Boah. Lass uns den noch voll machen, oder nicht? Das sind aber ordentlich Säcke, die dann transportiert werden müssen. Dann haben wir was. Hier mit dem Häcksler passiert. Hat einer an. Windschläuche, was macht ihr denn? Olli? Ja. Hat einer wollte einen Stamm reinschmeißen, hat einen Stamm angehoben und hat dann den Häcksler dabei erwischt und nicht den Stamm. Warst du das zufällig? Kann ich mich nicht dran erinnern. Würde ich auch nicht. Ich leg dir ja wenigstens schon mal alles hier hin. Jetzt war ein Tank. Wieso ist er leer? Nein, der Häcksler hat einen Tank, also so Hackschnitzeltank. Ach so? Das war wieder der falsche Knopf. Hier gleich reinschmeißen. Ich habe das Licht ausgemacht. Oh, ja. Ja, alles gut. Ich habe mich bis gerade gewundert. So. Manni, das machst du ganz toll. Das ist aber sehr schön. Das ist sehr, sehr nett, wie du das gesagt hast. Darfst du öfters machen. Habe ich nicht unbedingt so das Verlangen, ne? Das hat sich ja heute irgendwie ganz anders angehört. Ah ja, komm, wir machen jetzt Holz. Ja, na, was willst du denn anderes machen? Den ganzen Tag rumstehen kannst du auch nicht. Kannst du ja nicht. Dann sagt dir der Komposter, du bist nicht müde. So, die Stützfüßchens ausfallen, zack. Packst den einen dann gleich auch noch rein. Den da hingelegt. Achso, du musst ja auch mal Kontrollgruppe umschalten. Jetzt wird man hier schon bei der Arbeit beobachtet. Ich kann so nicht arbeiten, wenn mir einer auf die Finger guckt. Dann wäre ich nervös. Guck auch nicht hin, guck auf meinem Bildschirm. Hast du ihn noch angeschalten? Ja, was macht ihr denn jetzt hier? Was ich denn später mal testen würde, ist diese Autokrane. Oh, ich sollte öfter Gold Rush spielen. Wieso? Dann kommt man wieder in Übung mit dem Kran. Ach, Spiel hab ich auch. Ja, schade, dass es da nie einen Multiplayer für geben wird. Das würde echt noch Sinn machen bei dem Spiel. Sehr umfangreich, ne?
Ja, was heißt umfangreich? Es ist auf Dauer ist es auch das Gleiche. Ja, aber hast ziemlich viel zu tun. Nimmt er wieder nicht, ne? Ja, ich schub's ihn gleich rein. Nein, das war zu weit. Wir üben das noch, ne? Wir haben ja Zeit. Es gibt, glaube ich, auch so eine Ramme dafür, habe ich gesehen. Wie Ramme? Die machst du am Greifer. Und dann kannst du da so Sachen mit Brand kloppen. Die Stämme und so ein Hexer, also wenn das nicht will. Mhm. Geht doch. Mal rein da. Und weil ups. Ich habe schon wieder die ersten Lackschäden gemacht hier. Was sagt unser Anhänger? Mhm. 64. Oh. Irgendwie die Stützfüßchens hier beim Anhänger, die bringen auch nicht ganz so viel, ne? Nö, war gut. Hätte ich vielleicht anders hinstellen müssen. Ja, ich stand ja ursprünglich auch mal ein bisschen anders. Ursprünglich. Früher mal. Einst. Damals. Da hatten wir noch Gummistiefel aus Holz. Wir hatten ja nichts. Ne? Olli kennt das bestimmt auch noch. Oh ja, damals 1856, kurz vor dem Kartoffelkrieg, weißt du noch? Ja. Kannst du aber auch Hackschnitzel beim Dorfladen verkaufen? In Säcken, ja. Mit jedem Marsch. Und beim Schreiner. Da kannst du auch Hackschnitzel verkaufen? Ja. Da können wir das, glaube ich, sogar mit dem Hänger hinbringen, ne? Ich glaube schon, ja. Alles andere wäre sinnlos. Da kriegst du aber nicht so viel wie bei den anderen. Ja, das ist richtig. Du sparst ja auch eine Menge Arbeit. Was sagen eigentlich unsere Tiere? Habe ich doch gemacht. Ach so, hast du ja gemacht. So höre ich dir zu, siehst du? Ja, du bist halt konzentriert bei der Arbeit. Kondensiert, ja. Ich bin hochkondensiert. Das hat noch überhitzt. Ach, es ist sowieso kaputt. Bitte? Dass er es überhaupt noch atmet, wundert mich. Hallo? Wie redet ihr von mir? Der Manni macht das schon ganz toll. Ja, du willst ja nur wieder bei dem Chef wieder irgendwelche schönen Sachen abgreifen. Darum bist du so nett zu ihm. Nein. Ja, siehst du? Nein. Ah, jetzt nimmt er doch. Froh, dass wir das nicht machen müssen.
So, ich habe ja noch mal einen dringenden Termin, ne? Ihr macht hier mal weiter. Das wird aber nichts, tut mir leid. Ja, ich hab Bandscheibe. Ja, dann kannst du ja auf dem Kran sitzen. Und im Wald mit einer Petsäcke rumhüpfen. Und ich hab Rücken. Ja, der ist genau richtig. Da musst du nur ein bisschen. Der ist gefedert, der Sitz. Der hat sogar Sitzheizung, weißt du? Nee. Wieso nicht? Bevor du jetzt meckerst, das ist hier nur ein bisschen Holz, ne? Nicht so wieder so viel Holz. Das ist aber schön. Ich fäll nochmal ein. Nein! Er liegt schon. Oh. Na, guck mal, wie viele tausende Stämme er hier liegen. Der kommt doch gar nicht hinterher, der alte Mann. Redest du gerade von mir? Wir müssen halt aufpassen, nicht, dass der noch kaputt geht und überarbeitet und dampft und qualmt und irgendwie müssen wir den ja kühlen. Der kriegt man ja. Von dem kriegst du aber keine Ersatzteile mehr. Das Ding ist kaputt, das Ding ist durch. Bin hier also bloß, ja. Ich hatte Dings schon gesungen, ich bin noch keine Maschine. Du musst deine kleinen Scheite, die du da hinbringst, ne, die musst du auch übrigens richtig reinschmeißen. Ne? Nicht einfach bloß da so vorne hinlegen, wo kein Förderband nicht ist. Wie? Siehst du, jetzt kommt noch die Maschine an und will mich auch noch zurechtweisen. Weißt du, wie ich meine? Olli. Ja. Was macht ihr da schon wieder für Dusseligkeiten? Hä? Nee. Oh, 80% fast. Ja, wenn die Maschine nicht so kaputt wäre, ein bisschen schneller laufen würde, dann hätten wir schon voll. Aber nee. Nur frech wären die Bengels hier. Molly, wir trinken erstmal einen Kaffee. Jo. Kaffee. Hier wird kein Kaffee gesoffen. Bevor er wieder sich aufregt. Keine Zeit hier. Da liegt ein großer Stapel und er kommt nur aus dem Knick. Weißt du, wie ich meine? Großen Radlader, große Zange und ein Gebiet. Das haben wir ja letzte Mal gesehen, ne Bosse? Nee, ich meine die große Zange. Und den? Für den Radlader, die große. Du kriegst viele Stämme auf einmal mit. Was hast du gesagt? Großer Radlader, große Zange und los. Ach. Ganze Forst aber weglassen. Braucht kein Schwein. Doch, hier, siehst du ja. Damit du was zu tun hast. Sandverarbeitung. Du Sand abbauen kannst. Weiß schon, wo du die Paletten, die ganzen Säcke lagern können. Wo denn? Im Pferdestall. Ja, genau. Die ganzen Säcke. Wir sind nicht mal bei einem und dann haust du raus die ganzen Säcke. Aber weißt du, wie viele Säcke das werden, Olli? 5,5. Das reicht nicht. Also, wie viel ist jetzt drin? Wie viel tausend? 30.000? 35.000. Na, dann guck mal im Shop, wie viel Liter so ein Hackschnitzelsack hat. Brauchsgüter war das Hackschnitzel, ne? Mhm. 200 Liter. Kannst du ja ausrechnen, wie viele Säcke das wären. Wie waren das? 200 mal 35.000? 35.000 durch 200. Ja. Nee, ne? Kann hinkommen, warum nicht?
Ist auf der Palette passen 20 Säcke. Das ist keine Palette, das sind ja einzelne Säcke. Stunden später. Halt die Fresse, oder wie du heißt. Guck mal, die Hälfte hängt hinten raus. Das ist wie bei dir. Nee, dafür gibt's die Windeln. Bäh. Tja, du brauchst jetzt gar nicht sagen, bäh. Du kommst auch irgendwann in dem Alter. Das glaube ich, erlebe ich nicht mehr. Das ist jetzt blöd hier. Hast du die Cam dabei an? Nee, ne? Nein. Schade, weil ich möchte dann so... Es gibt ja Menschen, die haben dann, wenn sie sich Konzentration machen, haben die ja gewisse Gesichtszüge, die sie dann immer machen. Zum Beispiel mein Ex-Chef hat dann immer die Zunge rausgestreckt. So. Wenn wir das gerade bildlich vorstellen. Dann frage ich mich gerade, mit was für Gesichtsentgleisung du dann da durch die Gegend eierst. Das willst du gar nicht wissen, glaube ich. Das willst du, glaube ich, gar nicht wissen. Was mache ich hier? Ich fahre schon wieder mit Tastatur, obwohl ich ein Lenkrad dran habe. Es ist wieder schön hier, wenn wir alle rumstehen und mir zugucken hier. Klar. Ich mach dir nur Licht. Ja, ja. Mach mal Licht, tu mal leuchten. Das reicht schon wieder nicht, wieder zu weit hinten abgelegt hier. Alles nicht so einfach hier. So, das war jetzt sogar extra so Licht für dich, dass du ja siehst, wo du ablegen musst. Ich hatte hier eigentlich mal alleine Licht irgendwie, aber irgendwie geht das gerade nicht. Weißt du, mit sowas muss man denn hier arbeiten, weißt du? Ja, so eine, wir haben minus 6 Grad, ich stehe hier rum, weißt du? So eine langen Stämme hier, weißt du? Das ist so ein kleiner Anhänger hier, weißt du? Wo man dann halb umfällt hier, weißt du? Und der steht da rum und quatscht was von Licht. Es ist minus 6 Grad, Herr Kollege. Ja, hast du keine Winterjacke oder was? Nein. Da kann ich ja nichts für. Ja, wir kriegen ja hier in dem Betrieb keine Arbeitskleidung. Ich hab. Du bist Praktikant. Du wolltest Praktikant bleiben, hast du gesagt. Ne, habt ihr alle gehört. Letztens hat der Olli gesagt, er möchte Praktikant bleiben. Genau, ich bin schuld. Wie immer. Einer muss ja. Ich bin mal kurz telefonieren. Jo, mach das.
Um 11:30 nachts? Was machst du denn da? Ja, ich weiß auch nicht. Kommst klar? Nö. Irgendwie hängt hier mir was quer. Ist es. Also ich möchte kein Stamm bei dir sein, da würde ich echt Schwindelanfälle kriegen. Bei dir würde ich extra nochmal schaukeln. Er will nochmal, wer hat doch nicht. Jetzt geht's vorwärts. Ich war früher Kettenkarussellbremser. Der wackelt hier auch, das Ding, ja, das ist Wahnsinn. Alter. Wie gesagt. Du musst damit umgehen wie mit einer Frau, mit Gefühl. Ja, versuche ich ja, aber irgendwie. Ach, ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Ich habe nach der Neuinstallation von dem Gamepad habe ich die Dings nicht mehr eingestellt, die Todzonen. Da war was. Hat er den jetzt? Ja, hat er. Was hat er denn gerade gemacht hier? Ich wollte gerade sagen, ich denke, es wollte telefonieren. Was macht er da? Er macht einen Freischwimmer. Hat er irgendwas auf eine Tastatur gelegt? da soll man arbeiten, weißt du? Wo ist es denn jetzt hingeflogen? Ich weiß es nicht. Ach, da oben. Was macht es? Was macht der da oben? Macht er Überblick? Ich weiß es nicht. Ja, die haben hier aber auch Stämme geschnitten, Junge, das ist Wahnsinn. Probier jetzt nicht mal abzulenken. So, bin wieder hier. Ja, du bist irgendwie ein bisschen geflogen hier gerade. So, ja. Meinst du das hier? Ach, alles klar. Der Anhänger ist voll. Echt? Und deswegen zieht er. Deswegen zieht ihr hier nichts mehr ein. 90%. Hm? 99%. Jetzt ist er voll. Soll ich zum Hof Säcke machen? Joa, da können wir ja alle mal hin. Hier nur die warum letzten. Lasst ihr eigentlich immer dieses Gatter auf? Weil du mit dem Gator ständig rein und rausfahren musst. Und? Weil ne, die haben alle Magnethalsbahn, die können nicht weiter bis dahin. Richtig. Lass das Gatter ja offen, du. Ich sage dir. Hackt das gerade bei dir auch? Bei mir nö. Bei euch? Nö. Ich war jetzt eben beim Hof, ne? Ja, warte, ich mach ein bisschen Häcksler aus. Siehst du, Posse, das kommt davon. Ich hab das gesehen. Nicht. Der hat das Haftor kaputt gemacht. Ich hab gesagt, du sollst das Gatter auflassen, Mensch. Welches Gatter? Wovon redest du? Das vom Schweinehof, das hab ich gerade wieder aufgemacht. So. Schaltet mal etwas schon an. Ist es? Ja. Na, gehen aber, glaube ich, bloß 16.000 rein oder so.
Ist voll? Nee. Und der ist 1300 drin hier. Keine freie Kapazität steht da. Das Schleudermann wird voll sein, denke ich mal. Irgendwie. Die Palettenherstellung will gerade irgendwie nicht. Ding muss auch anstellen, ne? Ja, habe ich ja eigentlich. Motor starten musste nicht. 8000 passen rein. Kann hier einschalten, ausschalten, passiert nichts. Ja, irgendwas so. Müssen wir ja runterstellen, oder? Nein, eigentlich nicht. Hier passiert gerade gar nichts. Sehr merkwürdig. Ja, wir rätseln noch eine Weile. Und wenn wir das Rätsel dann gefunden haben, dann zeigen wir euch das in der nächsten Folge. Wir sind nämlich schon wieder in Überlänge. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Das kriegen wir da auch nicht mehr.